Hallo Leute, ich darf euch jetzt begrüßen wieder vom Diva-Stand, hier direkt von der Messe von Friedrichshafen. Ist natürlich das, was wir euch heute vorstellen können, nämlich direkt Diemen van Dielen, kommt von Amerika. Hallo Diemen. Danke Ernest, vielen Dank. Ich freue mich hier auch auf die Messe zu sein und freue mich auch wirklich hier zusammen mit euch auf die Messe dieses System präsentieren zu können. Es ist wirklich ein ganz interessantes System, wo das Equipment von den Leuten reduziert ist, dass man wirklich mit 2 oder 3 Personen mit einem System unter Wasser tauchen kann. Es basiert sich auf ein Luftversorgungstauchsystem, wo die Flasche nicht am Rücken ist, sondern an die Oberfläche treiben bleibt. Also Diemen, möchte mal kurz nachhaken, wie schaut es aus? Ihr seht es vielleicht, hier drunter ist dementsprechend die Flasche verpackt auf diesem REFT-System und versorgt jetzt dann nachher die Taucher mit den Longhoses. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Was ist speziell bei diesen REFTs? Genau, das Floss ist, diesen Raft ist entworfen wirklich, dass es sehr einfach und leicht mit die Taucher mittreibt. Also ist wirklich eine sehr schöne Katamaranform, das leicht mittreibt. Es ist sehr leicht, man kann es auch sehr einfach, das komplette System in einer Hand tragen. Ja, also die man bei den ersten Tauchgängen, ich habe das selbst schon ausprobiert, habe ich mir total gefallen. Also dieses Reft liegt am Wasser, ob Welle herrscht oder nicht. Es läuft an der Oberfläche. Man spürt fast keinen Widerstand. Es gibt keinen Zug an den Regulatoren etc. Genau. Tolles System. Ich sehe, hier ist noch eine Taucherflagge. Also selbst bei Welle ist erkennbar, hier sind Taucher unterwegs. Klar, kompakt, super. Also wie gesagt, wir haben sie schon ausgetestet. Genau. Wir haben ja schon mehrere Tauchgänge auch miteinander gemacht. Das Interessante mit dem Floss ist auch, weil Sie haben gerade gesagt, kompakt, ist es alles aufgeblasen. Das heißt, man kann auch die Luft rauslassen und alles wieder zusammenpacken und zum Beispiel in ein ganz kleines Koffer mit in den Urlaub nehmen. Das ist fein. Ich habe das nämlich selbst jetzt hier auf die Messe per Flughafen antransportiert und es passt wirklich ins Fluggepäck, sprich Handgepäck. Also auch ideal, wenn man so sagt, im Handgepäck eigentlich ein System für 3 Taucher. Genau. Ja? Genau. Feine Geschichte. Genau. Vielleicht gehen wir jetzt einmal zu dem System der Longhoses zu. Wir haben ja hier diese Regulatoren. Nehmen wir vielleicht einmal eins runter. Ja. Und Diemen, es ist mir eine große Ehre, wenn du mir es mal anlegen könntest, so dass man sieht, wie schnell funktioniert das eigentlich, dass man fixfertig tauchbereit ist. So, halte mal das Mikrofon ein wenig runter. Schritt 1, Step 1. Ja. So, drehe mich jetzt ein bisschen auf die andere Seite. Und Moment, so, dass uns die Kamera auch noch sieht. So, wir fixieren hier nachher diesen Harnessgurt. Ihr seht es. Vom Tempo her ideal, ja, und schon habe ich den Regulator und könnte schon ins Wasser. Genau. Ist das korrekt, Diemen? Das ist vollkommen korrekt. Man kann sogar zuerst mal jemand einfach die Atemregler geben, einfach mal 1-2 Zügen zu atmen, zeigen, wie einfach das eigentlich ist, gut herum und dann können Sie wirklich sauber loslegen. Gut, ich sehe hier von der Sicherheit her komplett mit Finimeter. Man kann das natürlich noch etwas schöner einstellen, aber so ein schönes Gesicht funktioniert normalerweise so auch. Ich drehe mich mal jetzt um 180 Grad, so dass ihr das auch von hinten erleben könnt. Genau. Und du erklärst einmal vielleicht von hinten. Ja? Genau, also das komplette System ist auch komplett verstellbar auf unterschiedliche Größe. Es ist ergonomisch entworfen, damit auch Kinder das gleiche System tragen können, ohne anderes Equipment, anderes Gurt, andere Zusatzsachen. Man kann
das Gurt auf 3 Punkten verstellen und man kann hier hinten auch die Befestigung von Atemreglerschlauch verstellen und so für ein großes Person zum Beispiel eine längere Einstellung machen oder für ein Kind auch wirklich eine komplette kurze Einstellung machen, damit wirklich nicht zu viel Schlauch über die Schultern beim Kind hängt. Also ihr seht, mir passt auch die kleine Version für Kinder. Ne? Aber was natürlich die Sache ist von StepDive, wir haben ja mehrere Kurse gemeinsam entwickelt, also StepDive und Diva. Das heißt, unser Programm gibt es in mehrere Sprachen. Ja? Wir sprechen hier von Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Wir sind hier dann natürlich kräftig wieder als Nummer 1. Diva ist einer der ältesten Organisationen, 1972 gegründet. Das heißt, man kann von Schnuppertauchen bis zum Dekterrierkurs, also atmen einmal mit diesen Geschichten und Tarieren nur mit Lunge trainieren, aber auch stinknormale Boote servicieren, wo dieses System an der Oberfläche ist. Und hat natürlich noch einen Vorteil, und da spreche ich mal über deine Kinder. Es ist natürlich absolut genial, Kinder natürlich mit einer gewissen Altersgrenze zu diesem Thema hinzubringen. Genau, also wie gesagt, das ganze System ist wirklich ergonomisch ausgelegt, damit eine ganze Reihe von Alter und Personen das wirklich nutzen können. Sowohl wie zum Beispiel das Gurt, das komplett anpassbar ist, als auch die Raft, das wirklich die Unterstützung macht. Und dann das Interessante ist tatsächlich, dass obwohl man diese lange Schlauchen hat, man kann trotzdem noch weiter die Maximaltiefen einschränken. Und dazu gibt es dann eine tiefe Beschränkungsbui, die am Schlauch befestigt wird. Und dementsprechend dann die Maximaltiefen. Das heißt, man kann wirklich noch dementsprechend über die Oberfläche mit den Kindern anfangen, genau, weil die ganz einfach gar nicht abtauchen können. Genau. Und das ist komplett variabel. Das heißt wirklich, der erste Schritt an die Oberfläche, der zweite Schritt kann variabel eingestellt werden, wirklich auf ein halbes Meter oder ein Meter, 1,50 Meter oder 1,10 Meter. Ja. Komplett variabel auf was die Alter und Erfahrung vom Kind zulässt. Schön, gut. Und dann weiter mit zweite, dritte, vierte Schritte natürlich gleichweise auch. Man kann 2 Meter, 2,20 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Und auf jeder Tiefe kann man wirklich bestimmte Techniken ausüben und Erfahrungen aufbauen. So, ich muss einfach sagen, es hat mich gefreut, dass wir als Ausbildungsorganisation wieder hier einen Schritt setzen haben können, die Ersten zu sein. Genau, mit dir auch. Als StepDive von der Kooperation her kann ich nur auch dir sagen, danke für die angenehme Zusammenarbeit. Und ja, jetzt kann ich nur jedem sagen, probiert es einmal aus, testet es einmal. Ihr könnt wirklich bei Diva Österreich, bei Diva International Kontakt aufnehmen. Gerade die Tauchlehrer, wie funktioniert das mit den Kursen? Wie ist das, schaut es aus mit den Instruktor und so weiter? Ich kann ja sagen, 9 neue Kurse stehen bereit für euch wiederum, um Innovation in euren Tauchladen zu bringen. Kontaktiert uns. Wir haben jederzeit Kontakt zu Darren und zu Demon. Und ich kann nur sagen, ich wünsche euch viel Spaß und ciao. Ciao.